technisch oder sich so entwickelt haben, dass sie einen Zugang zur Antarktis finden könnten. Wir sprechen also von USA, die großen europäischen Länder, Sowjetunion damals, aber auch Chile, Argentinien und Neuseeland, die halt auch relativ nah dran sind. Die haben auch immer alle zusammen ein Abkommen geschlossen. Und in diesem Abkommen wird gesagt, Leute, die Antarktis ist aber jetzt verbunden.
Harry-Fans, ne? Und wenn man sich mal an diesen Film The Truman Show erinnern kann, ne, wenn man das so beschreibt, man, die Flat Earthers sehen uns oder die vergleichen uns zum Beispiel zu The Truman Show. Man muss mir mal das so vorstellen. Die haben mal das verglichen, ist, dass man nimmt eine Maus oder eine Ratte oder sowas, ne? Weil das eine Versuchstier wird in Laboren benutzt. Und das, die erklären, warum auch diese Tiere als Labor-Test-Dinge genommen werden, weil die haben eigentlich instinktiv keine böse Sichten. Die attackieren nicht, ne, die sind nicht, wie sagt man, Gewalt. Das sind halt harmlose Viecher. Ja, Häuser, genau, genau. Und man steckt die in eine Glasbox und die checken mal das Ding mal herum und irgendwann merken die, dass die in eine geschlossene Ding sind. Die können nicht so, wie die Natur den geschaffen hat, mal leben können. So, die machen das Beste draußen und die adaptieren sich. Na, aber irgendwie später wird da immer geguckt, ob der das irgendwie einen Ausgang findet oder sowas. Und dann haben die da weiter darüber gesprochen, ist das zum Beispiel, du nimmst mal ein Tier, aber du gibst ihm 500 Kilometer Weidefläche. Na, und der läuft über diese Weidefläche und guckt mal das Ding an und dann kommt irgendwann zu einem Zaun. Ein Tier normalerweise wird das gar nicht mehr so sehen, so, pff, das interessiert einen Scheißdreck, was da drüber ist und so weiter. Und warum soll er über diesen Zaun hinausgehen, wenn er das alles vor sich hat auf seiner Seite dieses Zauns? So, er geht zurück und er genießt seine Weide. Wobei, die haben gesagt, dass der Mensch ist und warum, das ist der Grund, warum keiner erzählt uns davon. Ne? Weil der Mensch ist so, dass wenn er an einer Zaun kommt, wir denken so, dass erstmal ist das, warum ist diese Zaun hier? Was könnte auf die andere Seite sein? Kann man da runtergraben oder kann man rüber klettern? Ist da eine Öffnung irgendwo? Und die größte Frage ist dann natürlich, woher das Ding kam. Was ist auf der anderen Seite? Na, wer hat das Ding gebaut erstmal? Das ist die große Frage. Wer hat das Ding gebaut? Und dann, das geht mal ein Stück weiter. Ja, weil wir Menschen so sind, wir fragen uns, ist das, hey, das Ding ist älter als ich. Das ist hier viel länger. Wer hat das denn gebaut? Und warum ist das da? Ja? So, und da fängt das an, dieser Mark Sargent, denn über das Geheimnis von eventuell, was die Regierungen und alle diese Leute kennen, die Wahrheit über eine tatsächliche Übermacht oder Gott sozusagen zu verheimlichen. Das ist die nächste Ding, was das die gesprochen, darüber gesprochen hat. Das war so sein Abschluss von der ganzen Geschichte. Das ist eine der Fragen, wo sich dann bei den Flat Earthers dann auch die, wo sich das ein bisschen spaltet, wo es verschiedene Lager gibt. Ja. Ich meine, bei dem, was wir bisher erzählt haben, sind sie alle Flat Earther erstmal so einig, also grundsätzlich, wie das so aussieht, Nordpol in der Mitte. Aber dann ist die Frage eben, wenn dieser äußere antarktische Ring, was ist dort? Ja, und wir können ja eben nicht hingehen und selber nachgucken, das wird uns ja verboten. Ja. Deswegen wird dann spekuliert. Und die einen Leute sagen, das ist natürlich. Also so ist das ist das ganze Universum. Also da ist halt dann einfach Schluss, Eis. Manche sagen, es geht vielleicht in alle Ewigkeit dann, dieser Eisring. Bis in alle Ewigkeit. Andere sagen, der ist vielleicht nur, was weiß ich, ein paar hundert Kilometer breit oder sowas. Wieder andere sagen, dass es dort vielleicht sogar so eine Art Dome gibt. Ja? Also so wirklich eine Käseglocke. Und viele sagen, dass das ganze Ökosystem Erde künstlich ist. Ja? Viele sagen, das wurde von irgendjemand anders geschaffen. Nennt's Gott oder kannst du dann irgendwelche Aliens ziehen. Die sagen, das Ganze wurde geschaffen wie so eine kleine, wie die Plastikbox, die du vorhin beschrieben hast, wo halt die Maus rumrennt. Ja? Naja. Wir beobachten die so und analysieren das und forschen darum. Oder haben die es vielleicht einfach nur zum Zeitvertreib im Kinderzimmer stehen. Und ja, und so ist es. Aber ich meine, das ist wirklich freaky. Ich meine, ganz ehrlich, als ich Kind war, habe ich auch manchmal den Gedanken gehabt, ja?
Also es könnte doch sein, dass wir auch nur wie so die Haustiere sind. Für irgendjemand, der viel, viel größer ist als wir. Hey, ich meine, wenn du einen Ameisenhaufen anschaust, allein diese Größenunterschiede so. Ja? Und ich meine, es kann auch sein, dass wir im Grunde die Erde ist für jemand anders wieder total klein und wir sind vielleicht echt nur so ein kleiner Schaukasten und wimmeln halt da drin rum. So. Ja? Das ist eine von den Theorien der Flat Earthers und witzigerweise, als Kind habe ich mir sowas auch manchmal gedacht. Ja. Yeah. Also, was hast du denn jetzt rausgezogen? Ja, das ist ein Classic-Film. Das ist ein Grand Prix-Gewinner 1973 von der Cannes Film Festival. Das ist von René Laroux. Der hat einen Film Fantastic Planet gemacht. Das war eine Animation. Und zu der Zeit, das war, wo diese Invasion, glaube ich, von Sowjetunion war, in Tschechoslowakei. Kann das sein, Frank? Da gab es mal irgendwas in 73? Weißt du? Das, was du meinst, das ist schon vorher, das war in den 60ern noch. Ja, ja, weil da gab es die Probleme, wo dieser Film, das war eine französische und eine tschechische Kooperation und die mussten diesen Film fertig machen in Frankreich, weil da gab es mal irgendwelche Dinge. Und diese Animation geht es um Extraterrestrials, die Menschen als genau das, als Tiere halten. Und genau, wo wir darüber sprechen, dass Event oder was die Flat Earthers oder sagen, dass denn oder wie du gerade erklärt hast, dass wir irgendwelche Spielzeuge sind für irgendwelche something else. Ne? Wo wir gerade bei so animierten Filmen sind, das ist ein echt interessantes Teil hier, was du hast aus den 70ern. Aber ich habe erst vor noch nicht allzu langer Zeit mit meinen Kindern einen Film im Kino gesehen. Der hieß Horten hört ein Hu. Ja, ich meine, es fällt mir jetzt spontan ein, so. Ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht, aber da ist auch so die Storyline sozusagen, dass es auch auf einem einzigen Staub oder auf irgendeinem winzigen Staubkörnchen, das ist eine ganze Welt, ja. Und der Horten ist irgendwie so ein Tier, ein Elefant oder sowas und der kommt irgendwie in Connection mit dieser Welt und der hört, was die auf dieser Welt sagen so und dann ganz witzige Geschichte. Zeigt aber auch nur wieder, grundsätzlich ist es für uns, auch für, wenn du so einen unschuldigen kindlichen Verstand hast und dann auch die Welt aufnimmst, ja, wir wissen nicht wirklich, in welchem Verhältnis die Größe von unserer Welt ist zu anderen Welten ist. Das wissen wir nicht. Naja. Das sind eben so Dinge, das wissen wir einfach nicht. Ja? Ich sage jetzt nicht, dass es so ist, aber wir wissen es nicht. Ja. Aber, hey, kommen wir mal nochmal zu ein paar von den Flat Earth Clues. Jetzt würden ja Leute sagen, ja, aber hier, dass die Erde eine Kugel ist, das kann man doch schon an der Krümmung erkennen, oder? Die ja, das wollte ich mal gerade auch erwähnen. Darüber müssen wir mal sprechen. Ist die Erde gekrümmt? Ich habe in der Schule gelernt, da haben sie mir das erzählt, dass wenn du am Strand bist und aufs Meer hinausschaust, dann kannst du sehen, wie der Horizont gekrümmt ist. Und du kannst vielleicht auch sehen, wie Schiffe hinter dem Horizont verschwinden, so, also so abtauchen sozusagen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das eben damals auch noch nie selbst so verifizieren können. Ich habe schon oft aufs Meer geschaut, ich habe noch nie eine Krümmung gesehen. Und ich habe auch nie gesehen, wie wirklich ein Schiff also so dann abtaucht, sodass du am Ende noch die Spitze siehst. Aber ich meine, ich habe auch nie drüber groß Gedanken gemacht. Ich habe halt nicht unbedingt die Falkenaugen, ja, habe es halt nicht so genau gesehen. Naja, man hat das auch erwähnt, mal bei der Sonne, beim Sonnenuntergang, wenn du guckst das mal übers Meer hinaus. Wenn da eine Verkrümmung ist, warum, bis der Sonne komplett runtergeht, kriegst du die volle Abstrahlung ab? Das ist genau das Gleiche, die sagen, ist, dass wenn du vor der Sonne stehen würdest, du gibst eine Schatten, oder du werfst eine Schatten auf eine Wand, die hinter dir ist. Normalerweise, wenn der Sonne diese Verkrümmung runtergehen sollte, soll eigentlich physikalisch gesehen oder beziehungsweise optisch gesehen, das Schattierung von deinem Körper wachsen. Verstehst du, was ich meine? Nee, verdammt nicht ganz. Nein, nee. wenn die Sonne, guck mal, du stehst, die Sonne steht vor dir und der taucht runter an diese Verkrümmung. Hinter dir ist eine Wand. Natürlich, du hast denn einen Schatten von deiner Körper
an der Wand hinter dir. Wenn die Sonne eine Verkrümmung runtergeht, normalerweise ist das, weil der die Verkrümmung runtergeht, das Lichtstrahlen hebt sich und sollte eigentlich der Schatten hinter dir eigentlich wachsen. Mhm. Na? Aber das passiert nicht, der bleibt immer dieselbe Größe. Ja, das ist ein bisschen abstrakt, das ist so im Geiste so nachzuvollziehen. Ja. Aber guck mal, was die Flat Earthers so an Beweisen anführen, ja, zum Thema Krümmung. Die sagen, es gibt Leuchttürme, die werden von ganz, ganz weit weg auf hoher See noch gesehen. Ja. Zum Beispiel gibt es den Leuchtturm auf der Isle of Wight. Das ist hier, gehört zu Großbritannien, zu England. Und der Leuchtturm ist 100... Wo David Icke wohnt. Ja, wo auch Isle of Wight Festival war. Ja, genau. Der ist 180 Fuß hoch. Ich habe das leider hier, die Zahlen, ich habe das einfach direkt übernommen, habe das nicht umgerechnet. Also alles hier mit Feet und Inches und so. Aber es geht dann eigentlich nur um die Relation. So. Dieser Turm ist 180 Fuß hoch und der kann man bis zu 42 Meilen, kann man den nachweislich sehen, die Seeleute, nachweislich. Ja. Mhm. Und jetzt gibt es ja da eine gewisse Formel. Ja. Also es ist ja im Grunde mathematisch ausrechenbar. Wir wissen, wie groß der Erdumfang ist. Ja, also was die Globalisten sagen, die sagen klar Zahlen, die Erde hat so einen Umfang von so und so viel, nämlich um die 25.000 Meilen, also ich hab's jetzt nur in Meilen, und dann kann man sich ausrechnen, durch die Krümmung, wie viel man pro Meile unter dem Horizont versinkt. Ja? Und die Mathematik zeigt, dass auf der ersten Meile, wenn du eine Meile weit guckst, müsste, was dort ist, schon 8 Inches niedriger sein, ja? Also unter dem Horizont sinken. Mit der zweiten Meile, weil sich das erkrümmt, hast du da auch noch ein höheres Wachstum. Mit der zweiten Meile sind schon 32 Inches. Bei der dritten Meile 72 und nach 4 Meilen müsste, was auch immer du da siehst, schon 128 Inches unterm Horizont sein. Wenn man jetzt dieser Formel folgt, dann ist in dem Fall von dem Isle of Wight, von dem Leuchtturm, wenn man den aus 42 Meilen sehen kann, dann müsste eigentlich dieser Leuchtturm schon 900 Fuß, also 300 Meter unter dem Horizont sein. Da könntest du dieses Licht nicht wahrnehmen. So ist die Mathematik. Ich habe es jetzt auch in dem Fall nicht selber nachgerechnet. Vielleicht ist jemand von euch im Chat da so fix und kann es da debunken. Ja? Gibt es da noch weitere Beispiele, die gebracht werden? Zum Beispiel die, hier für dich auch, Alex, die Statue of Liberty im Hafen von New York City. Ja, die ist 300 Fuß hoch, 100 Meter also ungefähr. Und die kann man bis zu 60 Meilen, kann man die sehen. 60 Meilen, da müsste man schon 2000 Fuß unter der Erde sein. Ja, das ist schon fast ein Kilometer drunter. Das kann so nicht hin. Also es ist noch nicht mal knapp, versteht ihr? Deswegen diese krassen Beispiele. Es gibt auf YouTube gibt's Leute, die zeigen Fotos oder Filmchen. Der eine, der ist an einem Ort, an einem Berg, irgendwo zwischen New York und Philadelphia. Diese Städte, die liegen so weit auseinander, also fast 100 Kilometer oder sowas. Und der kann von diesem Ort aus mit seinem Fernrohr sowohl die Skyline von New York als auch von Philadelphia sehen. Das ist eigentlich auch komisch. Das sollte eigentlich so nicht sein. Und da gab es immer noch mehr Experimente. In England hat man ein Experiment gemacht an Kanälen. Da gibt es einen Wasserkanal, eine Wasserstraße, die geht über ganz lange Zeit nur gerade. Und da haben sie ein Experiment gemacht, in 20 Meilen Abstand. Sich in einem Schlauchboot gesetzt und ein rotes Fähnchen in der Hand. Und dann auch mit einem super guten Fernglas gucken. Und die können sich sehen. Auf 20 Meilen Entfernung. Das kann eigentlich nicht sein. Das geht eigentlich nicht. Also laut der Krümmung dürften die noch nicht zu sehen sein. Ne? Aber die sind sich zu sehen. Das ist jetzt die Frage. Ich meine, wie ist das mit der Krümmung? Ich meine, die Krümmung spielt auch keine Rolle jetzt für Ingenieure beispielsweise, wenn die Eisenbahnen bauen oder Tunnels bauen. Spielt es auch keine Rolle. Und jetzt kann man sagen, okay, vielleicht ist es ja vernachlässigbar. Aber ich weiß nicht, also jetzt, ich als Laie, für mein Verständnis, wenn du so eine Eisenbahnlinie baust oder einen Tunnel, so einen richtig langen Tunnel durch einen Berg treibst, muss man schon ziemlich exakt arbeiten. Und ihr habt ja die Formel gehört, 8 Inches, also 8 Inches sind ungefähr 16 Zentimeter, würde ich mal sagen. 16 Zentimeter per Meile, das hat schon eine gewisse Signifikanz, wenn du da so einen 30 Kilometer Tunnel baust, sollst du eigentlich das mit einberechnen. Das machen die aber gar nicht, brauchen die nicht. Genauso wie auch Piloten, über die Piloten müssen wir eh nochmal reden, aber die müssen eigentlich wissen, wie die Welt ausschaut. Aber Piloten zum Beispiel, die machen auch keinen, die folgen auch nicht der Krümmung. Wenn die in ihrer Reiseflughöhe sind, einen Autopilot einschalten, der fliegt einfach nur gerade.
Theoretisch müsste der auch immer ein bisschen die Nase nach unten halten, damit er der Erdkrümmung folgt. Das machen die aber auch nicht. Piloten berichten, nee, das Ding fliegt dann einfach gerade. 1000, 2000 Kilometer so. Da wird nicht mal korrigiert so. Da bist du so eigentlich dann schon irgendwie, sozusagen, könnt ihr euch vorstellen, die Erde krümmt sich ja. Wenn du da immer nur gerade fliegst, dann fliegst du doch irgendwann mal weg so. Was passiert nicht? Also, das ist, ja, die Frage ist, die Erde krümmt. Ist die Erde gekrümmt? Das ist ziemlich schwierig. Man sagt ja, okay, im Flugzeug kannst du es sehen, aber ich bin schon oft im Flugzeug gesessen und die Fenster im Flugzeug, die spiegeln natürlich auch ein bisschen, also die brechen das auch ein bisschen, ja. Und also ich kann für mich nicht sagen, dass ich im Flugzeug das eindeutig gesehen habe, dass die Erde rund ist, ja. Kann ich so nicht sagen. Dazu gibt's noch hier Footage. Wie nennt man Footage eigentlich auf Deutsch? Also so Leute machen ja ein paar Videoaufnahmen, ne? Yeah. Was auch Leute selber machen, was jetzt mal nicht von der NASA kommt, sondern was Leute selber machen. Das ist das Coole an der heutigen Zeit. Wir haben ja so viel Technik. Jetzt haben Leute selber Ballons gebaut, die einfach mal super hoch fliegen. Ja, und an dem Ballon dran eine Kamera gehängt. Yeah. Und dann lässt du den einfach mal steigen. So, und da, wo du wohnst, in der Stadt, hoch das Ding. Und da gibt es wirklich Footage, Wo auch irgendwie die Kamera das Signal überträgt, also die Ballons dann schon auf 20.000 Meter Höhe, 20 Kilometer. Und von oben, wenn du rundum guckst, der Horizont ist einfach immer nur gerade. Gerade wie mit dem Lineal gezogen. Einfach nur gerade so. Das, was man, kann man auf YouTube sehen. Ja? Ich meine, es gibt manchmal gibt es auch Bilder, wo es so gekrümmt ist, aber das sind dann Fischei. Ja, so für Fotografen, so eine Fischei-Linse drauf, dann kriegst du halt alles rund, das schaut lustig aus. Aber wenn du so die normale Footage verfolgst, du hast dort immer nur einen geraden Horizont, wenn ich, selbst wenn, in 20 Kilometer Höhe. So. Ja, wenn ich mich mal richtig erinnere, der ist eine Video, die veröffentlicht worden ist, nachdem dass diese Österreicher da von der Stratos-Firma mit... Ja, spannende Geschichte, genau. Ja, das, die haben so eine kleine Lego-Mann hochgeschickt mit einer Kamera und er hat diese Kamera auf sich aufgebaut und die haben ihm auch in die Stratosphäre hochgeschickt. Und das Ding ist dann, die Ballon dann explodiert und der ist zur Erde zurückgefallen. Das muss man mal gucken, weil da bin ich mal gespannt, ob man eine Krümmung sieht, oder? Bei diesem Stratosphärensprung, das ist sehr interessant. Ich kann mich erinnern, das ist noch gar nicht so lange her. Und ich hab ja selber das gesehen, habe auch die Bilder gesehen, habe mir gedacht, boah, cool, ja, guck mal, siehst du auch schon die Erdkrümmung und so. Die konnte man da nämlich sehen, ne? Und jetzt haben wir mal die sind noch